Cardinal One, Motor läuft wieder. Alles bestens. Nein! Eine Chance. Wie weit ist es noch? Bis Paititi? Wir sind fast da. Tut mir echt leid um die Schatulle. Du kannst nichts dafür. Es war Dominguez und Trinity. Schon mein Leben lang, seit ich denken kann, war immer Trinity irgendwie beteiligt. Ich könnte eine Familie haben. Alles hätte anders werden können. Wir werden uns die Schatulle holen und dann schnappen wir uns Dominguez. Eure Hoheit? Lara! Wo ist die Schatulle? Amaru hat sie. Aber der Tod der Sonne ist nah. Wir bekommen sie vor dem Ende des Rituals wieder. Das wird nicht einfach. Wir müssen den Plan anpassen. Bitte, nehmt euch Zeit für eure Vorbereitungen. Wir sorgen für alles andere. Vielen Dank. Ich versuche, Uchu zu helfen. Wenn du was brauchst, sag Bescheid. Okay. Dauert nicht lang. Thank you.
Nochmals danke für alles, was du getan hast. Vielleicht sehen wir uns beim nächsten Abenteuer. Ich sage dir, Utsch. Was macht ihr zwei da? Wir tauschen Narbengeschichten aus. Jonah sagt, dass du auch welche hast. Aber ohne Geschichten. Ich bin nur unvorsichtig. Das habe ich von meinem Cousin, Eli. Das ist von deinem Cousin? Redet ihr noch miteinander? Er war nicht wirklich mein Cousin. Er war ein Wurm, den ich... Vielleicht musste man dabei gewesen sein. Ja, wahrscheinlich. Und was ist mit dir? Das sieht nach einer ziemlich guten Geschichte aus. Was ist passiert? Ein sehr altes Rezept. Bei so einem Rezept würde ich lieber verhungern. Es war nicht so ein Rezept. Es war für eine Waffe. Ah, was für eine Waffe? Der weiße Atem, ein Gift, das man tief in der Wildnis findet. Es würde unsere Anzahl verdoppeln, ohne einen Mann hinzuzufügen. Ideal für die Rebellion, um Amaru und seine Armee zurückzuschlagen. Was ist denn passiert? Es ging schief. Hast du es nicht gefunden? Nein, mein Freund, ich war nicht würdig. Um das Rezept des weißen Atems zu meistern, musst du den Pfad der Angst beschreiten. Ein gefährlicher Ort voller schrecklicher Dämonen. Glaubst du, der weiße Atem könnte Rebellenleben retten? Viele, aber diese Hoffnung ist verloren. Ich kann nicht zurück. Zu gefährlich. Und wenn ich mit dir gehe, wir können das Rezept des weißen Atems zusammenholen. Ich weiß dein Angebot zu schätzen, aber der Pfad der Angst muss allein bewältigt werden. Dann gehe ich. Das kann ich nicht von dir verlangen. Hast du nicht. Ich biete es an. Nein. Lara, vielleicht ist das keine Sache. Uchu, ich kann helfen. Bitte, lass mich gehen. Nimm den Weg durch das Wasser unter dieser Höhle. Er führt dich in die Wildnis. Dort bist du auf dich gestellt. Unfassbar, wie erwachsen Ätzli in der... Alles voll. Ich kann nicht mehr tragen.
Die Verfasser dieses Berichts glaubten, dass unter Paititi Geschöpfe leben, die man die Jaaxil nennt. Diesen Aufzeichnungen zufolge sind sie zu Zeiten astrologischer Ereignisse am stärksten, was sich mit den Legenden deckt. Dass sie aber angeblich auch Menschen angreifen und sich von ihnen ernähren, wird in den Geschichten normalerweise nicht erwähnt. Soweit es sich nach dieser Beschreibung sagen lässt, war die Kreatur, der ich in Kuvak Yaku begegnet bin, eine dieser Jaaxil. Wenn das Purpurfeuer qualmt, suche deinen Spiegel. Ganz schön rätselhaft. Was das wohl... Dafür habe ich nicht genug Platz. Eine weitere Gruppe Kinder ist per Dampfer aus Kahn unterwegs. Behaltet von den 10, die ich geschickt habe, bitte vor allem einen Jungen namens Amaru im Auge. Er ist von allen am vielversprechendsten, zeigt jedoch Anflüge von Missmut und beklagt sich häufig, er würde seinen Bruder vermissen. Ich schlage vor, dass ihr für ihn einen speziellen Lehrplan erstellt, sodass er zu beschäftigt ist, um Heimweh zu haben.
Alles voll. Ich kann nicht mehr tragen. Unfassbar, wie erwachsen Edsley in der kurzen Zeit geworden ist. Alles voll. Ich kann nicht mehr tragen. Dafür habe ich nicht genug Platz. Die Mesoamerikaner nutzen Steine wie diesen, um Getreide und Saatgut zu verarbeiten.
Das kann nicht der Pfad der Angst sein. Ich muss mich... Hallo? Kannst du mich hören? Warum gibst du dich mit nichts zufrieden? Mama! Thank you.
mich, Lara! Jonah! Schnell, bitte! Ich habe eine Scheiße! Jonah! Ich hab dich, Jonah. Bitte, halte durch. Komm schon, stirb nicht, bitte. Jonah, bitte. Komm schon, Jonah. Du weißt, was du zu tun hast. Weiter. Tu es. Was? Was? Der Schmerz. Beende ihn. Ich habe keine Schmerzen. Egoistin, ihr Schmerz, nicht deiner. Die Leben, die du vernichtet hast, und es kommen noch so viele. Du zerstörst, was du berührst. Kleiner Krebs, kleiner Tod, kleine Hexe. Ich würde nie. Sie sind meine Freunde. Sie sind alle... Tot oder verdammt. Du weißt es, spürst es. Du bringst Unglück, Lara. Kannst das Leben nicht bewahren. Erst deine Mutter, dann dein Vater und jetzt deine Freunde. Nein! Hey, ich bin's, Jonah. Alles okay? Ja, mir geht's gut. Oh, Gott sei Dank. Sie hat's geschafft. Sie ist okay. Gut gemacht, Lara. Du hast dich als würdig erwiesen. Jetzt musst du das Tal der Affengötter betreten und den weißen Atem holen. Affengötter? Meinst du die Zwillinge? Hunahan und Hunshiven? Ja, sie sollen das Rezept für den weißen Atem erfunden haben, um Rache an den Brüdern zu üben, die sie verwandelt haben.